unbemerkt müssen wir onmoven zu dem anderen Typen. Genau, wir gehen jetzt in die City, Alter. Weiß nicht, ob es ein bisschen auffälliges Outfit ist. Aber ich glaube eigentlich nicht, oder? Okay, jetzt müssen wir einfach zum anderen Typen. Mal gucken, wie wir den holen. Alter, hier geht's ja auch richtig ab. Kann ich da vorne einfach rein? Ich glaube ja nicht, oder? Ah, es sieht ja schön aus, Digga. Ach so. Okay, ich darf nicht hoch. Ja, ich bin Offizier. Ich darf überall hin. Wahrscheinlich müssen wir uns ja jetzt als Polizisten verkleiden. Nehme ich mal an. Es gibt wahrscheinlich keinen anderen Weg hoch. Ist hier. Oh, Greenscreen, Alter. Passt hier. Oh ja, das ist ja wie bei uns gemacht, Digga. So eine einzelne Kammer. Man hört ihn kaum. Also einfacher geht's ja nicht. Ich hoffe nur, das passt jetzt, diese Verkleidung. Okay. Haben wir hier... Können wir den hier verstecken? Nee. Können wir den nirgends... Alter, wer der kommt jetzt rein? Können wir noch die Pistole nehmen? Dann ist es weniger auffällig. Okay, da sieht uns niemand. Zack, Tür zu. Der sieht uns. Kann es sein, dass wir die Waffe irgendwie abziehen können? Weil ich glaube, das ist... Also wenn hier einfach ein random Polizist so eine Waffe auf den Schultern hat. Ich glaube nicht, dass das, dazugehört so zum Business, wisst ihr, was ich meine? Naja, ist eigentlich auch scheißegal. Ich glaube, die da oben erkennen uns einfach immer noch. Alles klar. Darf ich aber hier runter? Ich glaube schon, oder? Naja. Ja, sagt er nichts. Okay, perfekt. Ah, nee. Doch nicht. Oh, wir könnten den vergiften, aber was bringt es denn? Oh, hier eine Gelegenheit. Tablet, ja, untersuchen wir mal. Okay, verkleiden sie sich als Masseur. Ah, das war der am Telefon war. Ja, wie machen wir das jetzt? Also, ich weiß nicht, ob es schlau ist, wenn wir den ja hier jetzt angreifen. Warte mal. Ich hab eine Idee. Wir speichern kurz und dann machen wir das. So. So. Jetzt mal dem hier kurz das Genick brechen. Scheiße, das könnte gleich ein bisschen kritisch werden. Gehen schnell. Ach, fuck. Alter, wir haben gleich ein Riesenproblem. Wenn die da reinkommen. Ja, fuck, die kommen. Nein! Warte doch noch eine Sekunde. Oh, shit, ja, das war jetzt komplett. Wir laden einfach. Man muss ja sagen, grundsätzlich war es nicht mal so dumm. Das hätte fast geklappt, wenn sie den Alarm nicht gemacht hätten. Vielleicht muss ich etwas werfen, dann ist er außer Gefecht und dann direkt den anderen Zack. Wir versuchen uns nochmal. Wir machen das Ganze noch. So, direkt verstecken. Dann können wir uns noch als den Typen verkleiden und dann direkt wieder dingseln. So, verkleiden. Was, hä? Irgendwie? Och, Digga, mein Gott. Wir versuchen es nochmal. Fuck. Direkt verkleiden. B. Die Waffe ist B. Okay, jetzt muss ich schnell gehen, Alter, weil der andere Typ kommt schnell. Mach ich denn den Schritt so aus? Ich werde ja überall erkannt. Ja, Bruder. Wieso? Ach, wegen dem verbotenen Objekt. Oh nein, nein. Wie kann ich das droppen? Objekt ablegen. Oh. Direkt. Waffe droppen. Zack. Direkt. Verkleiden. Direkt. B. Hallo, B. Oh mein Gott. Ey, es ist zum Kotzen, Alter. Oh, Alter. Und jetzt muss es schnell gehen. Ich glaube, der andere Typ geht gleich wieder rein. Wir haben es geschafft, Alter. So macht es ein Hitman, Alter. So macht es ein Hitman. Okay, ich muss mich filzen lassen. Ich kann auch theoretisch jetzt einfach in einem Raum, wo niemand ist, einfach alle Waffen droppen. Okay, wir müssen das hier bestimmt droppen. Dann müssen wir die hier bestimmt droppen. Was könnt ihr noch merken? Rattengift. Dietrich und eine Münze. Darf ich doch eigentlich dabei haben, oder? Schraubendreher mache ich auch mal weg. Schere mache ich auch mal weg. Und einen Dietrich auch. Einfach nur, um safe zu gehen, Digga. Nee, nee. Ja, danke dir, Alter. Hier.
noch jemand? Nein, den, schade, sonst hätte ich mich kurz als den Typen verkleidet. Aber da vorne darf ich zum Beispiel nicht durch. Ist es auffällig, wenn ich jetzt schon wieder runtergehe? Ich glaube schon, oder? Ey, also ganz ehrlich, das ist, glaube ich, bisher die beste Mission, die wir gespielt haben. Wir haben bei beiden Typen, wurden wir nicht dabei erwischt. Wir wurden vorher ein paar Mal erwischt, hatten ein bisschen Probleme. Aber grundsätzlich hatten wir keine Probleme. Wow. Oh, Digga. Mission verlassen. Compromise, but I don't understand. There is no sign of forced entry, no alarms, nothing. One of my people has gone missing in Johannesburg. A key bearer. I wish I'd been informed. Still, the system demands two keys, and the rest are all accounted for. Except for your late predecessors. Comp? But his plane went down over the Pacific. It was an accident. Such was the conclusion at the time. Yes. Die, Mr. Fannin. Happens all the time, even to us. It seems like a conspiracy. Probably isn't. And yet, the failed coup in Morocco, the ether virus, someone knows about us. There was a pattern and I failed to see it. Providence is under attack. How much was there? Money? The money, Mr. Fannin. Information on all of our assets and operatives. Like you. Dig a trench, Director. And make it a deep one. Because none of you are safe anymore. Ja, Leute, war doch wieder eine gute Mission, würde ich sagen. Beide gekillt. Ich glaube, das war wirklich die beste. Wir haben auch nur 5 Unschuldige getötet. Und 2 oder 3 wären vielleicht nötig gewesen. Okay, da können wir uns vielleicht noch ein bisschen verbessern. Aber sonst, Digga, wir waren nicht mal so schlecht. Also jetzt mal really, ey. Gegenüber die anderen 2 Missionen waren wir nicht schlecht. Okay, Leute. Das war's mit Hitman. Diese Mission. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Oh, is it what do you see? As you twist the tiles beneath our feet.